Da sind wir auch schon wieder zu einer weiteren Folge The Forest. Ja, in der letzten Folge ist einfach hier alles ein bisschen abgeschmiert. Konnte ich mich ja nicht verabschieden. Aber da sowieso schon Zeit war, wieder einen Cut zu machen, habe ich das jetzt einfach so belassen. Und ja, wir starten einfach mal die neue Folge. Und gucken mal. Was wollte ich jetzt eigentlich? Achso, ich wollte aus dem Dings raus. Da ist er nämlich abgeschmiert. Wollte eigentlich aus dem Inventar raus und bin aber auf die Windows-Taste gekommen. Ja, ich weiß. Kann mal passieren. Sollte zwar nicht passieren, aber kann passieren. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das. Was wird der ein oder andere Penner wird das bestimmt sagen? Ja, nee, Rabbi, Alter. Ist so eine Blödheit da. Muss bestraft werden. Ja. Oh, da haben wir wieder so ein Häuschen. Oder was heißt Häuschen? Aber die Insel ist wirklich nicht groß. Also wir haben hier nicht viel. Da hinten sind wir schon wieder bei unseren Containern. Seht ihr das? Also die Insel ist nicht groß. So, dann gilt es jetzt eigentlich nur die Mitte zu erkunden. Aber wie gesagt, ich würde gerne so einen Panzer haben wollen. Rein zur Sicherheit würde ich gerne nochmal. Oh, hier ist ein alter Hase. Oh, den nehmen wir mit. Oh, hier liegt wieder ein Toter, der sich gesonnt. So, müssen wir mal gucken, ob hier wieder die Invasion der Turtles stattfindet. Wäre auf jeden Fall super. Dann könnten wir uns hier mal so einen Panzer gönnen. So, der Paketdienst war auf jeden Fall schon hier. Ja. Aber so ein Turtle hätte ich gerne. Komm schon. Da vorne ein Turtle? Nee, aber da sind Haie. Kickt mal, da sind. Oh, die Haie sind ja ganz dicht dran hier. Der schwimmt durch den Sand. Hebt mir so ein bisschen die Muffe, wa? Ja, auf jeden Fall sind wir jetzt hier wieder an unserer super Behausung. Und wir gucken mal, dass wir die Folge vielleicht mal so ein bisschen craften. Einfach mal ein bisschen Erkundung. So ein bisschen neue Erfahrungen sammeln. Aber in der Zwischenzeit können wir mal gucken, ob hier irgendwas. Ne, hier ist keiner in die Falle gegangen. Da ist auch keiner in die Falle gegangen. Gab's so das Gefühl, da wo wir uns super aufbauen, da wo wir Fallen machen, da kommt kein Schwein hin, wa? Da kommt keiner mehr hin. So, aber ein Turtle kann ich mal noch gebrauchen. Hier, komm, ein Turtle. Komm, bitte. Ein Turtle und dann fangen wir an zu craften. Bitte, so ein Turtle. Hey, in der einen Folge hatten wir drei, vier Turtles. Hier haben wir so aus Spaß gekillt. Jetzt, wo du mal so ein Turtle brauchst hier, so eine Schildkröte, findest du keinen. Was ist das hier? So, im Wald sind keine Turtles. Das weiß ich. Ah, wieder so einen hässlichen Stein. Ach komm schon. Ist doch jetzt nicht euer Ernst hier. Ach, so groß ist die Insel nicht. Also wie gesagt, also man kommt hier. Man kann hier easy einmal ringsherum laufen. So einmal. So. An einem Tag müsste man das eigentlich schaffen. An einem Tag hier einmal ringsherum laufen. Hier mal wieder die Taucherausrüstung. Ja, dann mal wieder die Haie, die Wale. Ja, sind wir eigentlich wieder an dem Punkt und kein Turtle. Gut, gehen wir einfach mal durch die Behausung, durch unsere Behausung, zu unserer Behausung hin. Durch unsere Behausung, ja. Gehen wir einfach mal wieder zu unserer Behausung.
Nehmen wir mal hier den längeren Weg durch den Wald. Vielleicht können wir hier mal so ein bisschen so einen Blick erhaschen auf irgendwas. Ich weiß zwar noch nicht auf was, aber vielleicht gibt es ja irgendwie was Sehenswürdiges, wo man sagen könnte, gut, dass das hier in der Nähe ist. Aber ich wüsste jetzt nicht wo. Gut, gehen wir einfach mal hier zu unserer Behausung und craften mal eine Runde. Schauen wir mal, was sich so ergibt. So, machen wir einfach mal Inventar auf. Wir sind ja hier soweit sicher. Ja, wenn wir hier schon unser Häuschen gebaut haben. Warte mal, hier. Wenn wir das schon hier haben, unsere Pergode. So, dann craften wir hier drin auch so. Dann hat das Ding hier wenigstens Nutzen. Machen wir mal Inventar auf und gucken mal, was wir craften können. So, wir haben nur noch ein Seil. Wir sollten uns mal wieder auf Seilsuche begeben. Wir könnten. Nee, das war jetzt nicht sehr sinnvoll. Kick mal, da können wir. Doch, hier, kick mal. So, das können wir uns hier zur Seite packen. Siehst du, da sind wir ein bisschen getarnt. So, was können wir uns aus. Ja, nichts. Da geht nichts. Aus Bambis. Ah, aus Bambis-Fell können wir uns irgendwas machen. Nee. Water. Ah, wir können. Kicke mal einer an. Wir können. Wird uns sogar angezeigt. So, was können wir. Was brauchen wir? Einen Lappen? Nee, einen Lappen war es nicht. Komm jetzt. Aber kein Seil oder so. Doch. Na gut. Dann haben wir jetzt auch eine Feldflasche. Clubcrafted. Okay, was brauchen wir dafür? Was ist denn das? Ist das eine Axt? Kick mal hinein. Ist ja geil. Kick mal. Wir haben eine Schädelaxt. Wir haben eine Schädelaxt. Wie geil ist das denn? Wir haben eine Schädelaxt. Okay, was gibt's noch? Was können wir uns noch machen? Hier können wir uns eine andere Axt craften. Nee, da brauchen wir Seile für. Ja. Ja, wir haben eindeutig zu wenig Seile, Freunde. Ah, hier haben wir so eine Flea. Super, können wir eigentlich jetzt gar nicht gebrauchen. Okay, die Flair kann man so benutzen. Nee, Baumharz kannst du auch zunichte nehmen. Okay. Aber Leute, das ist ja. Haben wir ja ein bisschen was rausgefunden. Können wir aus dem Bein auch was craften? Nee. Den Topf, daraus können wir auch nicht craften. Okay, was können wir aus der Bombe machen? Nee, da können wir nichts machen. Mit dem Stein? Nee, das ist natürlich Quatsch. Das ist natürlich Blödsinn. Mit dem Stein. Fell dazu? Nee. Hier so ein Bombifell? Nee, auch nicht. Ein Stock? Nee. Nee.
Das ist natürlich jetzt Käse. Oh, Pfeile, Pfeile. Wir können uns Pfeile basteln. Kick mal ihn an. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Fünf Federn brauchen wir dafür. Mist. Aber. Wie viele Pfeile haben wir jetzt? Fünf Pfeile. Wie viele Federn haben wir noch? Drei. Rechnet sich nicht aus. Wir müssen mehr Federn finden. Okay, wir haben ja einiges jetzt rausgefunden hier. Auf jeden Fall brauchen wir ein paar Seile. Wir müssen wieder in defensiv gehen. Oh, die Axt probiere ich jetzt mal aus. Ist ja geil, eine Schädelaxt. Kostet auf jeden Fall sehr viel Kraft. Wo ist die Feder jetzt hin? Dadurch, dass wir hier ein paar Möwen haben. Na, wir bedienen uns mal hier am Kühlschrank. An unserem Survivor-Kühlschrank. Ja. Macht doch schon was her hier, unser Kühlschrank. Unsere. Wie kann man dazu sagen? Unsere Räucherkammer. Oh, hier haben wir noch einen Pfeil. Ja, hier sollten wir mal ein paar Pfeile sammeln. Also. Auf jeden Fall würde ich sagen. Gehen wir mal weiter. Gucken mal. Oh, die kostet aber viel Kraft. Guckt euch das mal an. Die kostet viel Kraft. Gut, gehen wir mal durch den Wald und gucken mal, ob wir ein paar Seile finden. Ah, da war ein Bambi. Ich kann mal Bambi mit einem Schädelhieb. Obwohl, so ein Schädel ist ja nicht härter wie ein Stein. Kann ja nicht. Es geht ja nicht. Oh, jetzt müssen wir nur. Weil die meisten Seile habe ich immer in diesen Dörfern gefunden. So, mal gucken, dass wir so eine Dörfer hier finden. Aufpassen, dass wir hier so einem Kannibalen nicht über den Weg laufen. Ist das ein Seil? Nee. Ist das? Ist das irgendwas? Nee. Weil eigentlich in so einer. Oh, hier können wir wieder ein paar Beeren einsammeln. Hier sind. Das sind gute Beeren. Das sind gute Beeren. Die nehmen wir mit. So, haben wir alle hier. Wow, die Schädelaxt, die behalten wir mal. So. Die lassen wir mal angelegt. Würde mich mal interessieren, wenn da irgendwie jemand kommt. Oh, hier geht's nach unten. Oder wie ist, oder wie, oder was? Oh, hier geht's nach unten. Wir gucken uns mal unten um. Wir haben jetzt eine Schädelaxt. So, wo geht's hier eigentlich hin? Mal einen Überblick verschaffen. Oh, es geht ja weit nach unten. Geht ja weit nach unten. Ah, wir sind kraftvoll. Wir schaffen das alles mit einer Hand, unser Körpergewicht zu halten. Ne, jetzt haben wir wieder unsere. Ne, die wollte ich nicht. Hier, hebt mal die Schädelaxt. Ah, guck mal, hier haben wir. Ja, das kriegen wir leider nicht auf. Stöckchen haben wir hier. Oh, Geld. Ein bisschen Geld gefunden. Und noch mehr Geld. Ja, wie gesagt, wir machen hier irgendwann mal eine Pokerrunde auf. Ja, die hängen ihre Leute auch, ja, ihre
Ach, wie sagt man dazu? Ihre Gefangenen? Oh, was ist das denn? Was war das denn da eben? Irgendwas Rotes. Mal kicken. Wir haben da irgendwas... Oh, was ist das denn? Geil. Wo kommt das denn her? Leute, wir haben eine Kanone. Wir haben eine Kanone. Wisst ihr was? Die will ich nicht verlieren. Wir gehen mal zurück und speichern ab. So eine Kanone möchte ich nicht verlieren. Und wenn wir jetzt hier gekillt werden, dann sind wir weg. Dann sind wir weg vom Fenster. Dann sind wir echt weg. Wir gehen mal zurück und speichern das Ganze mal ab. Sicher ist sicher. Oh, geil. Ich habe eine Flare Gun. Da kommen hier wieder tolle Ideen. Fragt sich nur, wie oft wir die benutzen können. Ja, im Sinne... Ja, eigentlich kann man die ja nur einmal benutzen. Wenn man rein theoretisch davon ausgeht... So, man kann ja eine Signalfackelpistole kann man ja nur einmal benutzen, dann müsste man nachladen. So, wir haben ja noch ein paar Flares, also ein paar Fackeln. Die haben wir ja. Vielleicht können wir die damit reinstecken. Vielleicht ist das unsere Munition. Man weiß es nicht. Boah, auf jeden Fall, das muss abgespeichert werden, Leute. Das geht nicht. Also da verzeiht mir, wenn wir jetzt hier irgendwie in unser schwebendes Baumhaus hier zurückgehen. Hier können wir mal einen Schluck trinken. So. Das müssen wir auf jeden Fall. Das muss abgespeichert werden. Das geht gar nicht anders. So, können wir hier eigentlich runterfallen? Ne, hier ist ja Feierabend. Oh, sehr gut. Ist der Baum nur verbuggt. So, sicherheitshalber, wir drücken nochmal auf Speichern. So, okay, wir haben das abgespeichert. Ah, wir können auch einfach runterspringen, sehr gut. Davor hatte ich immer Angst gehabt. So, warte mal, wir haben ja auch noch... Ja, wir sind mit dem Craft noch gar nicht fertig. Was können wir denn aus den ganzen... Pullen machen? Molotow-Cocktails. Oh. Wie geil ist das denn? Bitte. Kann man das auch was machen? Molotow. Kannst du aus allen Molotows machen, wa? Aus allen Pullen. Boah, sehr gut. Wir haben ja so viele Flaschen immer gefunden. Und hier Stofflappen haben wir ja auch. Guck mal, ey. Boah, 53 haben wir davon. Ein. Na, komm schon. Alter, ist mal hier rollen jetzt? Da. Da. Na. Ey. Ey, sag mal, wie geht's denn jetzt? Schon zu bescheuert dafür. Okay, Molotow, sie haben ein paar Mollis. Hm, ein paar Mollis. Super, super. Haben wir hier einen Fuß? Ah, dies, ja, das haben wir. Wir haben noch so eine Rüstung. Ah, Rabbit Floor. Ach, das, so ein Ding haben wir ja schon gebaut. Stimmt, Signalfackel. Ah. Was machen wir? Wir nehmen die Schädelaxt. Sieht auf jeden Fall sehr... Ey, das ist... Das nenne ich Survivor. So eine Schädelaxt. Das nenne ich Survivor. Das ist für mich Survivor. Und Geld finden. Und noch einen Koffer öffnen. Aber
viel Energie. Guck mal, der Ding verbraucht viel Energie. Echt, die sind hier reingekommen und haben hier wieder ihr... Totem aufgebaut. Klingt natürlich nicht so witzig. Ja, aber die Schädelaxt verbraucht viel. Oh, hier haben wir. Ah, wir hatten schon Panzer? Ey, wo denn? Bitte. Wo denn? Zeig mir mal, wo das sein soll. Wo? Wo? Wir haben hier keinen Panzer. Wir haben hier keinen Panzer. Ach man, ey. Manchmal. Ja gut, ist alles Alpha. Noch. Was? Also was will man sich aufregen? Auf jeden Fall. Das Spiel ist auf jeden Fall Hammer. Also man kann nichts dagegen sagen. Also auch wenn es noch Fehler hat, aber mein Gott, das ist noch Alpha. So. Auch wenn ich mich darüber aufregen kann, Mann, jetzt habe ich endlich so ein tolles Programm, wo ich mit Live und Web und alles schön Webcam. Ja, ah, scheiß drauf. So. Ich kann das Spiel trotzdem aufnehmen, ich kann streamen. Wie kommt das ganze Geld hierher? Ich bin ja eben schon lang gelaufen. Ich kann es auch mit einem anderen Programm aufnehmen. Ist alles überhaupt gar kein Problem. Jetzt hat er hier einen Stein gefangen. Sag mal, ist das nicht dein Ernst hier, Kumpel? Der hat hier einen Stein gefangen. Ey. Das ist eine Wildtierfalle und der fängt sich einen Stein, ne? Das ist schon mal sehr gut. Ja. So, aber nichtsdestotrotz, wir sind aufgeladen, wir haben unsere Schädelaxt. Oh, da ist was! Okay, 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 wir gehen in ein sicheres Gefilde, wo wir sehen können. Habt ihr gesehen, der hat ein paar Cola-Dosen rausgeschmissen. Ah. Der hat uns umgelegt. Ist ja jetzt nicht witzig hier. Wir hätten die Flare Gun mal ausprobieren können. Scheiße. Oh. Oh Gott, was ist das denn? Oh Gott. Super. Ey, was war das denn jetzt? Da wirst du da hineingeschleppt und dann... Sehr gut. Okay, Freunde. Dann laden wir das Ganze in der nächsten Folge nochmal neu. Ich werde jetzt hier einen Cut machen. Erstmal ein Schlückchen was trinken. Selber was essen. Mal ein bisschen zu Meckes gehen. Ja. Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Ich bedanke mich auf jeden Fall und hoffe, dass ihr nächste Folge wieder mit dabei seid. Bis dahin, tschüss, Servus.